Sie sind Mitarbeiter, Sie werden zu Ihrem Chef gerufen, der Chef sagt, du hast so einen tollen Job gemacht. Und überhaupt, und ich habe dich in den letzten halben Jahr eigentlich auch überhaupt nicht beachtet und ganz viel falsch gemacht und überhaupt. Und das will ich jetzt alles wieder gut machen und deshalb kriegst du 1000 Euro Gehaltserhöhung ab sofort und jetzt für die nächsten Monate. Was ist das für ein Gefühl? Wertschätzung. Endlich hat der Depp das mal kapiert. Endlich fiel ich mal auf. Ja? Endlich weiß er, wer hier den Laden voranbringt. 1000 Euro, Sie gehen in Ihr Büro zurück und sagen, ja, super, rechnen schon aus, was Sie sich kaufen, wohin Sie in Urlaub fahren, größeres Auto etc. pp. Es dauert nicht lange, Ihr Kollege kommt zurück und sagt, du, ich war gerade beim Chef, du glaubst es nicht. Der hat mir gesagt, endlich hat er mal gecheckt, was ich für einen Beitrag beim Unternehmen bringe und. Er hat gesagt, überhaupt schlechtes Gewissen und er will mir eine Gehaltserhöhung geben, 1500 Euro ab sofort. Wie fühlen Sie sich jetzt? Es sind immer noch 1000 Euro. Ja? Sie werden honoriert, es ist 20% Gehaltserhöhung, aber in dem Moment, wo Ihr Kollege am Schreibtisch gegenüber 1500 Euro bekommt, ist das 1000-Euro-Gefühl gestorben. Also, Preis ist nichts Rationales, Preis ist nur ein Gefühl und dieses Gefühl kann gemanagt werden, was, wie gesagt, aus unserer Sicht eine Riesenchance darstellt. Es passiert viel zu selten. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber am Ende, in dem Moment, wo sich jemand für eine Marke entscheidet, kauft er Erinnerungen. Er entscheidet sich für Nostalgie, er entscheidet sich für das Gewesene und nicht für das Zukünftige. Es ist auch viel risikoärmer. Und Markenentscheidungen minimieren ja die Risiken. Insofern ist Markenmanagement irgendwo auch Erinnerungsmanagement. Also ganz stark auch in die Vergangenheit gerichtet. Und ich kann Ihnen raten, wenn Sie große Erfolge erzielen möchten, wenn Sie hohe Begehrlichkeiten, hohe Verkaufserfolge, reden Sie nicht nur über Zukünftiges und Innovatives und der nächste große Hammer, den Sie auf der Anuga, auf der IAA und wo auch immer vorstellen wollen, sondern reden Sie in genau dem gleichen Maße, mindestens zu 50%, die richtig Guten machen es noch sehr viel stärker, über das, was in den Köpfen der Menschen bereits drin ist. Reden Sie über die Erinnerungen, die mit Ihrer Marke verknüpft werden. Die haben Sie bereits bezahlt. Die gehören Ihnen. Sie haben dieses Plätzchen in den Köpfen der Menschen bereits erobert. Und was ich immer wieder feststelle, ist ein wirklich liederlicher Umgang mit diesen nostalgischen Erinnerungen, die so viel wert sind, weil es unsere eigenen Erinnerungen sind, die im Ideal von Ihrer Marke geknüpft sind. Das Problem ist, es kommt ein neuer Marketingleiter, es kommt eine neue Agentur ins Haus und dann kommt auch alles Neue ins Haus und das Alte wird ignoriert. Ich stelle gerade bei sogenannten Markenartikelunternehmen eine enorme Erinnerungslücken fest. Managementgeführte Unternehmen haben keine Ahnung von ihrer Vergangenheit. Wir haben ja das Privileg, ab und zu durchs Unternehmen zu laufen und ein paar halbschlaue Fragen zu stellen, die in Richtung Vergangenheit zielen. Und Sie kriegen entweder gar keine oder schwer unterschiedliche Antworten. Manche verweisen uns dann aufs firmeneigene Museum, wo man eigentlich auch nicht genau weiß, wo es liegt. Aber Erinnerungen sind das, was den wahren Wert von Marken darstellt. Und die müssen und sollten gemanagt werden und die sollten benutzt werden und die sollten auch für neue Themen genutzt werden, weil in dem Moment, wo Sie beispielsweise im Idealfall eine Erinnerung mit einer Innovation verknüpfen, dann haben Sie die Frische, die Stimulanz der Innovation, aber Sie haben eben auch diese Sicherheit und dieses Beruhigende dessen, dass ich ja weiß, von wem es kommt und ich habe das ja schon mal gehabt und irgendwie, und das ist ja gut. Aber irgendwie alles neu auf einen Schlag, oft noch aus einer gewissen Paniksituation heraus, weil die Marktanteile des Wettbewerbers gerade mal höher sind, bringt wenig. Und im Zweifelfall würde ich sogar sagen, Erinnerung ist wichtiger als Innovation. Und zu Innovation kommen wir noch. Also, Marken sind gekaufte Erinnerungen. Vergessen Sie das nie, pflegen Sie sie und benutzen Sie sie. Das ist ein prall gefülltes Bankkonto, auf das Ihre Vorväter viel, viel Effort verwendet haben, viel Geld eingezahlt haben. Nutzen Sie sie und machen Sie was draus. Und vergessen Sie es vor allen Dingen nicht.